Hey Leute und willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal haben wir mit der Hexe gesprochen und sie möchte, dass wir ein paar Kräuter sammeln. Und dazu sollten wir jetzt tatsächlich hier reingehen. Oh, ein Kräuterkundler. Was? Ja, ne? Reden wir nochmal ein bisschen mehr mit dem. Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Okay. Also, wir können auch handeln mit dem Herrn. Der wäre an unserem Essen interessiert. Beziehungsweise an diesem Apfelsaft. Ich muss mir irgendwo mal einen Händler suchen, der tatsächlich auch ein bisschen mehr von mir abnimmt. Na los. Ja? Wer sind zum Beispiel? Treibt ihr? Moment, nein. Verschwindet, stören. Ach, jetzt habe ich ihn wieder das gefragt, was er nicht mag. Und deswegen mach mal an. Na gut, okay. Gehen wir ins Gasthaus. Ich möchte auf jeden Fall nochmal einen Typen finden, der mir ein paar mehr von meinen Waren abnimmt. Das ist ja ein bisschen nervig. Muss ich mal so sagen. Also, Olaf. Was kann ich für... Hausel. Achso, ich möchte etwas aufbewahren lassen. Ah, das ist natürlich auch nicht blöd, ne? Ja, Nimm mal die ganzen Bücher, würde ich sagen. Ja. Ja, doch, ich denke, das ist gut so. Ja. Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Es wird Zeit, dass ich mich... Okay, gut. Also, Oh, mit solchen haben wir noch nicht geredet. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen feilbieten. Oh. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. Ah, okay, er hat Bücher. Okay. Ja, aber aktuell bin ich noch nicht so interessiert an Büchern. Spieler! Mensch, ich bin auch ein Spieler! Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Okay. Hier an dieser Stelle möchte ich nochmal anmerken, jetzt der Gastwirt hat die gleiche Synchronstimme wie er zum Beispiel und ich habe den auch schon mehrmals gehört. Ich habe echt das Gefühl, als hätten die so gut wie gar kein Budget gehabt, um im Nachhinein noch internationale Synchronsprecher zu finden. Und dann haben sie echt so nach dem Motto, okay, hier, du sprichst jetzt die 50 Charaktere. Los geht's.
Naja, müssen wir mal drüber hinwegsehen, ne? Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Lebt wohl. Ich muss gehen. Okay. Es ist so ungewohnt für mich, dass ich bei den Dialogen einfach stumm sein muss, weil die Charaktere halt reden. Ach, reden wir noch mal mit ihr. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran-Krankenhaus in Vizima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Wo ist Alwin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Wir sprechen uns noch. Ich finde das cool, wie sich alles hier so verdichtet. Wir hören jetzt zum Beispiel immer mehr Gerüchte und Geschichten, die irgendwas mit dem Geistlichen zu tun haben. Ich habe ja selber auch schon gesagt, dass ich denke, dass der nicht ganz der ist, für den er sich ausgibt. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Ich kann mehr Sachen verkaufen. Okay. Alkohol, Grundstoffe, Tränke. Pfefferwodka. Eieiei. Ja, wobei, ich möchte vielleicht irgendwann mal Tränke machen. Also ich würde das alles relativ gerne behalten. Aber ich habe ja schon gesehen, dass man ja einlagern kann. Das ist da insofern ganz gut. Aber beim Schankwirt... Ach, ganz ehrlich? Was kann ich... Ich lagere jetzt einfach ein paar mehr Sachen ein. Pass mal auf. So, alles, was irgendwie hier... Grundstoffe, Tränke. Grundstoffe, Bomben... Grundstoffe, Tränke. Ich tue jetzt einfach alles, was ich später vielleicht nochmal brauchen könnte. Einfach da rein.
damit mein Inventar nicht zumüllt. Ganz ehrlich, ich lege den Ring jetzt einfach an, um Inventarplatz zu sparen. Weil ganz ehrlich, so viel haben wir dann tatsächlich nicht. Also so viel Platz. So, okay, das ist gut so. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir später anderen Lagermöglichkeiten begegnen, sind die verknüpft oder sind die alle einzeln? Na, also von der Logik her wären die halt alle einzeln. Dann müssen wir hierher zurückrennen. Aber das werden wir dann noch sehen. So, jetzt erstmal. Mit wem genau wollen wir denn eigentlich reden? Ich rede und rede und rede und kriege hier Charakter, ne? Aber im Endeffekt... Ah, oder bei einem Händler im Gasthaus kaufen. Deswegen bin ich hier. Ich verstehe. Mit dem hatte ich ja draußen schon geredet. Mit dem Herren. Ich möchte die aber eigentlich sammeln, muss ich zugeben. Allein schon, um mal zu gucken, wie das ist, wenn man so Sachen sammelt. Weil, habe ich ja noch nicht gemacht. So, ich würde aber ganz gerne mal eben schauen. Feuerstelle. So. Hier. Tränke. Ihr habt nicht genügend Zutaten. Okay, also grundsätzlich... fehlen mir hier Zutaten. Ich möchte eigentlich jetzt aufhören zu meditieren. Wie tue ich das denn? Ja, Talente habe ich auch keine mehr. Tagebuch. Inventar. Ah ja, wenn wir einfach 0 Stunden meditieren, dann heißt es, wir meditieren nicht. Okay. Aber das ergibt Sinn. Abgeschlossen. Achso, stimmt. In die Richtung war ja das Böse. Ich hatte jetzt schon überlegt, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich mit zumindest mit allen Charakteren, die mir irgendwie einzigartig erscheinen, entweder haben sie einen Namen oder einen Beruf, von dem sie sich vom Namen her ab Grenzen von den anderen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich mit denen immer rede. So, soll ich das oder ist das langweilig auf Dauer? Denn ich finde es eigentlich ganz interessant, immer diesen Dialogen zuzuhören. Muss ich zugeben. Ha, entweder sammeln oder... Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich müsste halt auch mal ein bisschen abseits der Wege theoretisch unterwegs sein. Ich glaube, das wird aber auch nicht so einfach. Gruft. Ja, sonst gehen wir doch einfach mal in die Gruft. Wobei, nee, ich habe noch einen besseren Plan. Wir sollten doch hier auch Aufgaben für Odo erledigen. So. Was mir übrigens auch schon in den Sinn gekommen ist, ich mache ja jetzt hier einfach so Aufgaben, wie es mir gefällt. Aber Abigail, den Geistlichen. Ich guck gerade noch mal ganz kurz. Genau, das war nämlich das. Der Professor mit der Stadtwache sprechen. Okay. Ich bin doch gerade bei Abigails Haus, dann gehe ich noch mal kurz zu ihr. Dann kann ich nämlich das abgeben. Ja, weil wenn ich hier so irgendwie auch die ganze Zeit noch Nebenmissionen mache, dann dauert das Spiel wirklich ewig. Ich habe halt schon gesehen, selbst die Hauptstory dauert über 40 Stunden. Und wenn man dann auch noch die ganzen Nebenmissionen macht, kommt man locker auf 100 Stunden. Und ich wollte jetzt eigentlich kein Endlosprojekt aus dem hier machen. Deswegen, wir müssen mal gucken. Also ich mache einfach mal nach gut Dünken. Ich will mich jetzt hier auch nicht selber dazu zwingen, irgendwie Missionen nicht zu machen, die ich gerne machen würde. Aber mal gucken. Das könnte das Ganze noch ein bisschen in die Länge ziehen. Was wollt ihr? Ich will, dass deine Haare mal aufhören rumzuwubbeln. So, hier kann ich wieder nicht Dinge verkaufen, ne? Oder bist du daran interessiert? Hier nicht interessiert. Ja... wertvolle Zutat.
Nee, dann nicht. Was wollt ihr? Deine Haare spacken echt massiv ab, ne? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Geralds auch. Habt ihr die Bagestenschädel? Ah, Bagesten heißen sie. Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Diese Haare! Das stört mich. Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Okay. Also, Bargestschädel, 100 Orens erhalten und Alraunenwurzel. Und die Hexe sagt, sie ist unschuldig. Ja, natürlich sagt sie das. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich vertraue ihr mit ein bisschen mehr als den Geistlichen. Der Geistliche ist ein bisschen strange. Finde ich. So, ich bin halt gespannt, wo wir tatsächlich mal auf diese Kräuter treffen. Oh, da hinten ist eine Feuerstelle. Wie spät haben wir es eigentlich? 9 Uhr. Hör, das ist doch entspannt. Ja, ich will halt einfach nur diese Kräuter mal finden. Guck mal, hier laufen wir auch gegen das Gebüsch. Muss gerade mal Tutorials, Alchemie. Nee, Kräuter. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Kräuterkunde. Die Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ah, also ist es doch nicht ganz so einfach. Trankbraun besitze ich tatsächlich? Ah, ich besitze Kräuterkunde gar nicht. Aha. Aha. Das erklärt so einiges. Okay, dann heißt es jetzt entweder leveln. Nee, nicht entweder leveln. Wir gehen jetzt in die blöde Gruft und leveln. Ich möchte mir die Kräuter selber sammeln. Ich gebe doch jetzt kein Geld aus hier. Wer bin ich denn? Meine mühsam ersparten Orens. Aber da kommt langsam was zusammen, muss ich sagen. Hier, weil die kann man doch alle pflücken. Da kann mir doch keiner was erzählen. Weg zur Gruft. Genau da will ich hin. Was? Was sagt mir die Map? Achso, das ist jetzt ein bisschen detaillierter. Was bist du? Medaillon des Hexers. Tipp. Stellt das Medaillon so ein, dass es Ungeheuer oder Magie in der Nähe entdeckt. Wenn es darauf eingestellt ist, Magie zu entdecken, vibriert das Medaillon in der Nähe von Orten der Macht. Um das Medaillon einzustellen, meditiert und öffnet das Inventar. Ort der Macht. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Ja, mal machen wir das mal. Was bringt mir das jetzt? Zeichenintensität erhöht. Wie war denn das nochmal eigentlich mit den Zeichen? Wie wirke ich die denn? Gott, okay, mit G schaltet man die Seite um. Sehr interessant. Nee, ich möchte ihn aber links haben. Und, es tut mir leid, aber ich muss nochmal eben, da, genau, und dann Tutorials. Ich möchte nämlich nochmal gucken, wie das mit den Zeichen war. Rechts klickt auf ein Ziel, um das Zeichen zu wirken. So war das. Okay, gut. Okay, aber das sind markierte Stellen, an denen wir das benutzen können. Das ist gut. Das heißt, ich kann nichts übersehen. Okay, genau. Und die Feuerstelle ist gerade sehr passend. Weil ich ja das Medaillon einstellen wollte. Oder sollte, wie auch immer. Wie mache ich das denn?
Karte. Nee. Ja, sag einmal, wie mache ich das denn? Ach, mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Das ist natürlich ein geiler Trank, ne? Muss ich mal so sagen. Ja, ich will auf jeden Fall Alchemie machen. Alchemie sieht cool aus. Und generell, was einem das Spiel bietet, sollte man auch tun. Ja, ich würde das Medaillon ja gerne umstellen, aber irgendwie lässt es mich nicht. Naja, dann machen wir... Ah, die Folge ist zu Ende. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, war es das mal wieder von The Witcher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin.